Laufen die Ziegel jetzt? Sollte, ja. Ja, nun. Nicht mehr, nicht so ganz. Es fehlen Arbeiter. Weil alles Ziegel braucht. Geht hier noch wieder nichts? Das ist ein durchlaufender Posten bei 8 Leuten. Aber da kommt schon 51 wieder. Ja, ein paar wollen auch zum Brandschutz. Ja, da müssen ein paar mehr drauf, dann geht das schon. Aber zumindest ein paar Sachen sind jetzt voll. Und damit geht die Stahlproduktion auch wieder an. Es fehlen halt einfach wahnsinnig viele Arbeitskräfte hier oben. Forschung ist abgeschlossen. Hauen wir gleich die Impfung rein. So. Okay. Verbaute Bürgermeister, meine schöne Sicht. Ach, Kopfinger, du wirst doch nicht sagen, dass dann im Penthouse oben irgendwo im Bütz Tower, dass es dann die Sicht schlecht wäre aus Bützetten raus. Weil du musst dann einfach nur umziehen. Ne, da hast dann, es gibt dann hier 4 riesengroße Dinger. Es wird wunderschön. So. Na, jetzt kommen da mal 50 Leute rein. Da wird hier mal ordentlich losproduziert, oder? Oh, das geht schon mal, wie gut das geht. Das wird natürlich innerhalb von 5 Sekunden leer sein wieder, weil dann alles kommt, was irgendwie Räder hat. Und gleich natürlich unverschämte Mengen aufsammelt. 100, ja, gleich wieder 17 Tonnen und so. Lord Mikur! Dankeschön! Ich danke dir. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für 33 Monate, ey. Mikur! Dankeschön! Ich freue mich sehr. Und die Hypes gehören natürlich nur dir. Ja, guck mal, ist alles gleich da. Sind einfach alle am Start. Ganze Welt. Aber es macht nichts. Solange die Produktion hier schön eisern durchläuft, ist es auch kein Act, ne? Wir können jetzt mal ganz kurz, während wir dem jetzt eh gerade zuschauen, erhöhen wir doch mal ein bisschen die Kapazitätsgrößen. Das sollte den einen oder anderen noch hier befeuern wollen, hier reinzugehen. Und erhöhen damit auch natürlich ein bisschen den Ziegel-Output, den wir generell haben. Wir werden viele Ziegel brauchen, das wissen wir schon. Die Frage ist, können wir den Rohstoffhunger, den wir hier haben, auch tatsächlich decken? Das ist eine Sache, die ich euch nicht beantworten kann tatsächlich. Aber wie gesagt, was hier rausfährt, ist Wahnsinn, ne? 15 Tonnen, dann die wollen gleich wieder 17 Tonnen und so weiter. Also da geht schon einiges. Ich bin gar nicht mal böse drum. Jetzt lass uns die Sache mal ein bisschen im Blick behalten. Hier kommen auch wieder ein paar Leute. Dann wird hier auch mal ordentlich ein bisschen auf Halde produziert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Ding ist, vor ich sage jetzt mal 4 Stunden... 4 Spielzeitstunden. Ja. War das Lager komplett voll? Überhaupt kein Thema. Hat niemanden gejuckt. War bis Oberkante voll, ne? Jetzt natürlich durch die vielen Bauaufträge ist das System unter Last, ne? Da merkst du schon. Gerade sowas hier, die wollen halt natürlich auch ihre 87 Tonnen Ziegel. Gut, die wollen auch 700 Tonnen Stahl haben. Sei es drum. von daher ist die Kohle, dass die durchfließt, vielleicht gar nicht so schlecht. Die fließt ja jetzt hier runter. Und geht wahrscheinlich 1:1 in die Stahlproduktion rein, ja, ja. Also ich sehe uns die nächste Zeit erstmal keinen Stahl verkaufen im großen Stil, ne? Müllplatz ist fertig. Jo, da müssen wir gleich mal gucken. So. Na easy, jetzt wird hier aber auch ordentlich reingelagert, ne? Huch.
Ja, dann kann das auch mal ein bisschen produzieren, ne? Das Ding. Schaut's jetzt aus? Alter. Klar, kein Problem. Der will ja auch nur 40 Tonnen auf einmal aufladen. What? Sind jetzt ein paar mehr da? Ja. Das geht schon. Floma, Hallöchen! So. Und Mikua hat gerade die Zwergonische Autofabrik Production Line der Vergangenheit angeschaut. Und? War wild, ha? Curry, Hallöchen. Tonnen. Ja, die wollen alle wieder los. Was ist hier? Heizproblem? Ah ja. Warte mal ganz kurz. Nee, stop it. Null. Aus. Abschalten. Abschalten. Nein, Leute. Niemanden dahin bringen. Seid ihr wahnsinnig? Hier arbeitet niemand. Sind die einfach mit dem Hubschrauber geflogen, ey. Leute, na, macht das nicht. Wir können niemanden behandeln hier drin. Gut so. Nicht behandeln ist eine gute Sache. So. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Ah, Epidemie. Verdammt nochmal. Müssen wir umgehend die Impfung startklar kriegen, damit unsere Leute damit wenigstens nicht belastet werden. Und dann kommt der Tourismus auch wieder in Wallung. So. Gut, wenn das jetzt alles hier schön losläuft, dann haben wir keinen Stress mehr. Auf einem anderen Krankenhaus können die nicht landen. Nee, nur wenn die eine Landefläche haben. Und ich glaube, das ist das einzige Krankenhaus in der Größe, das das hat. Vlerox, baust du mit Mods oder ist das alles so im Game? Zum Teil mit Mods, ne? Also manche Gebäude sind Mods, manche Gebäude sind Vanilla nicht drinnen. Also hier hinten, glaube ich, haben wir ein oder andere Kunststoffsachen, die hier nicht original sind, ja, dass ich achte bei Mods immer drauf, dass sie nicht überragend krass gut sind, ja, dass das heißt, dass sie das Spiel nicht komplett unfair gestalten, sondern einfach nur, dass sie teuer sind, dass sie enorme Ressourcen auch generell brauchen, um überhaupt erstmal gebaut zu werden, aber dass sie dann einen Mehrwert bieten. Ja, das heißt, dass du nicht drei Kunststofffabriken nebeneinander bauen musst, was total nervig ist, sondern eine und fertig, ne? Modliste? Nee, machen wir keine. Also ich, ganz ehrlich, ich sag's euch, wie es ist. Ich mache einfach keine, weil die wird nie aktuell sein. Das ist, ich weiß, es wünschen sich viele eine Modliste, aber ich bin von der Modlisten-Geschichte jetzt mittlerweile komplett weg und je öfter man gefragt hat, desto mehr macht das überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich hätte ich es vor 3, 4 Wochen, hätte ich mich mal irgendwann rangesetzt und eine gemacht, aber ich sehe das, je mehr gefragt wird nach einer Modliste und je mehr ich Mods hinzufüge, desto sinnloser wird das, weil dann seht ihr einen Mod, der aber nicht in der Modliste drin ist, dann müsste ich den wieder... Nee, viel zu viel Arbeit. Im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach, wenn ihr einen Mod seht, schaut einfach die beliebtesten Mods auf Steam an und da findet ihr den garantiert. Was anders ist es nicht. Es sind die beliebtesten Mods. Den einzigen Mod, den ich auf zwergtyp.de demnächst packen möchte, ist der Zollmod, dass die Fahrzeuge durchfahren können und nicht immer stehen bleiben müssen, weil das extrem nervig ist. Da wollte ich die Erklärung von, war das? War das Kaichi? Wollte ich auf jeden Fall mal raufstellen auf die Website und seine Erklärung quasi einfügen. Weil das wollen ja viele wissen und dann kann man das einfach schön verlinken. Ich bräuchte...
Mein Tag hat 24 Stunden. Ich bräuchte 48 immer grundsätzlich jeden Tag. Weil es aber einfach nicht reicht. Es reicht nie. Ich würde gern mit euch viel, viel lieber, viel länger spielen, aber dafür reicht mein Tageskontingent einfach nicht aus. So, wie schaut's hier aus? Hier wird gebaut. Zack. French Cover sagt's. Ja, genau. Genau, okay. French Cover. Das Ding ist, du musst dich auf dem Discord genauso nennen. Das ist super verwirrend. Ich sag's dir, wie es ist. Ist ganz hart verwirrend. So. Brauchst einen Doppelgänger, der für dich auf Arbeit geht. Vielleicht auch das. Möglicherweise, die Ideen sind da, ja. So, dann ist das jetzt hier endgültig hinüber, oder? Kann man abreißen, ne? So. Und dann machen wir das jetzt hier, Abriss stoppen. Nee, ach Quark. Was ist denn? Schon wieder? Wirklich? Na, dann komm her. Nein, nicht schon wieder. Über eine Pfote. So, und jetzt? Ja, ja, das ist ans Mikrofon, ich weiß schon. Nein. Markus unterstrich der unterstrich Franke cheert. X100. Markus, dankeschön für 100 Biddies. Und Vlarox, danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ja, jetzt legst du dich da echt da unten hin. Warte kurz. So, das ist eine neue Disziplin, ey. Das macht sie jetzt seit kurzem. Macht sie das jetzt, also eigentlich seit gestern erst. Katzenpause müssen wir vielleicht einführen als Dauerlösung.
Weil Katze will, was Katze will. Du kannst vergessen, dass ich jetzt dann streamen hätte können. Ja? Vor allem, wenn... Vor allem, wenn Katze feststellt, dass die Beschäftigung nicht so funktioniert, wie sie das will, dann kriegst du richtig Stress. Mhm. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Das ist wild. Ja, weißt du, kannst machen, was du willst. Katze hat immer recht. Ach, guck mal, jetzt wird hier aber langsam... Der Südturm wird hier tatsächlich schneller gebaut, als ich gedacht habe. Der ist ja voll richtig flott am Start. Nicht gedacht. Ach, ich habe überall Haare jetzt. Katze merkt, dass Sommer ist. Und Katze schmeißt alles Haare ab. Bailey Katz ist einfach... Sie mag das nicht, ja, mit zu viel Haar rumzulaufen. Und deswegen hängt sie alles mir an. Die Elektronik wird teuer. Die wird sehr teuer, ja, aber wir haben es ja auch. Man muss es ja sagen, wie es ist, ne? Es würde mich vielleicht stressen, wenn wir nicht über extrem gute Geldrücklagen verfügen würden. Und deswegen, nee, juckt mich nicht. Vielleicht für irgendjemand ein Problem, für uns soll es nicht, also aktuell nicht. No problem. Und jetzt? Abriss? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Okay, mal schauen, wir lassen uns mal laufen. So, dann machen wir das nächste Wasserrohr jetzt startklar, damit der Zulauf besser wird. Wobei die tatsächliche Kapazität schon erreicht ist, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das unsere Stadt hinbekommt. Schauen wir mal, wie die Tankverhältnisse sind. Alle Zwischenpuffertanks sind voll. Geil. Das ist eine gute Sache. Wir haben jetzt hier einen richtig guten Wasserspeicher. 5000 Kubik ist eine gute Größe. Alles voller Katzenhaare, ey. Ausbau zur Grenze, schauen wir mal. Ja, ist grundsolide eigentlich, ne? Also wir sind hier im nächsten Ausbauabschnitt. Wir sind jetzt hier. Das beginnt von hier. Geht das los? Hier so. Wir sind hier und wir wollen nach da. Also wir haben ungefähr die Hälfte. Aber es ist ein Argument. Wir sollten noch mal ganz kurz unsere Ausbauzüge bemühen, den weiteren Ausbau zu machen. 5000 Kubik, ein ordentlicher Schluck. Richtig. Für den kleinen Durst zwischendurch. Ja, also wenn wir auch, am Ende kommen wir dann hier vorne an. Das ist schon ziemlich weit von dem, wo wir hinwollen. Das geht schon. Ja, aber Bütze, ey Leute, Bütze hat sich tatsächlich schon relativ groß entwickelt. Guckt das mal an, was wir an Fläche verbrauchen allein schon für Bützenbach. Und wenn jetzt Bützetten dann noch in die Höhe wächst, wird so richtig wild, ne? Ja, aber hier, guck mal. Da wird auch gut Stahl angeliefert. Das müsste jetzt langsam zu einem Engpass führen da hinten. Ja, tut's auch. Die wurschteln zwar die Kohle gut durch, aber so unbegrenzte Mengen haben wir da noch nicht, ne? Was sagt die Kohleproduktion hier oben? Läuft butterweich und schiebt im Großen und Ganzen
Ja gut, die brauchen gerade unbegrenzte Mengen. Wir reduzieren mal ganz kurz die Arbeiterschaft hier ein bisschen wieder runter. Das mit den großen Mengen an Ziegel ist jetzt auch vorbei. Der Speicher hier unten ist ziemlich fast voll. Und dann geht eigentlich quasi alles, was wir produzieren, 1:1 runter ins Tal. Ins Stahlwerk. Schade, dass wir hier keinen Zwischenspeicher noch haben, ne? Das hätte schon was gehabt, noch so einen richtig reellen großen Zwischenspeicher hier zu haben. Das kommt vielleicht mal in der finalen Version des Stahlwerks, werden wir das vielleicht mal machen. Wo dann alles mit Zügen transportiert wird, das wäre halt sehr, sehr angenehm. Wie lange brauchst du denn schon an Bützhetten? Hier, meinst du? Wie Manhattan, bloß ist auf Bützenbach. Also wir... Meinst du, wann wir den Spielstand angefangen haben? Hatten wir vorgeschlagen? Du sagst, das brauchen wir nicht. Ja, ich weiß, dass ihr das vorgeschlagen hattet. Aber das war jetzt in dem Moment noch nicht so real. Noch nie so eine Idee. Da war ja das Stahlwerk noch gar nicht so konzipiert, dass das wirklich diese Mengen transportieren sollte. Sondern eher... Ich dachte eigentlich, wir kriegen das ans Laufen... So wie wir dann das Recyclingzentrum verwendet hatten. Bei der Kohlegrube. Ich glaube nicht mal, dass die Kohle ein Problem ist. Also ja, schon wird sie sein, ne? Aber wir haben halt keinen Zwischenspeicher. Das ist halt vielleicht ein bisschen das Problem. Oder wir haben einen Zwischenspeicher, der aber permanent leer ist. Ich glaube eher, wir bräuchten eine zweite Verarbeitung hier. Aber dann müssten wir hier deutlich mehr Leute haben. Seit wann läuft das Projekt? Mag mal einer von euch auf YouTube gucken? Mag vielleicht mal einer gucken, wann da so ungefähr die erste Folge rausgekommen ist? Dezember 23. Haben wir angefangen, echt? Na gut, müsste so die Zeit gewesen sein, ne? Hatte zufällig Folge 5 offen und einfach die Playlist eben Folge 1 angeklickt. Sehr gut. So ist richtig. Gute Projekte muss man einfach genießen. Auch von Anfang an manchmal. Das fand ich in letzter Zeit sehr witzig. Es kamen ganz viele Leute bei Folge 238 bei Workers rein. Und die Fragen, die da kamen... Ich check hier ja gar nichts. Kannst du mal erklären, wie das alles funktioniert? Und ich mir dachte... What? No. No, no, no. Ich weiß doch selber nicht mehr. Ja, nun. Also irgendwie würde das bestimmt alles funktionieren. Aber ich weiß es ehrlicherweise einfach nicht mehr. Ihr könnt mich fragen, aber ich kann es euch nicht beantworten. Ich weiß es nicht mehr. Wie das alles zusammenhängt. Das ist auch nicht böse gemeint, das fand ich auch witzig, weil am Anfang des Projekts haben ein paar Leute gefragt, ob ich mich mal hier kameratechnisch nach links setzen kann oder so. Ich meine, egal wo ich im Bild sitze, ich sitze immer im Weg, ja. Das ist halt einfach so ein Universalgrundsatz.
Und deswegen habe ich dann damals gesagt, nee, mancher hat das dann unglaublich böse aufgenommen, das war gar nicht so gemeint. Ja. Da dann gesagt, was? Wie kannst du nur? Da wurdest freundlich gefragt. Und ich dachte mir so, what the fuck, Alter? So, geht's noch? So, unangenehm. Manchmal kann ich mich auch tatsächlich einfach nicht versetzen, was andere Probleme hat, weil ich das im Stream sehr, sehr schwierig nur machen kann. Hat einen einfachen Grund, ja. Im Stream mal schnell die Kameraposition zu ändern, ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich habe keine Presets gebaut, wie manche andere Streamer das vielleicht hat, weil ich immer in dieser Ecke sitzen mag. Das ist sehr angenehm für mich. Weil dann muss ich hier nicht groß rumwurschteln. Normalerweise ist unten links entweder Karte, was völlig egal ist für die meisten, oder irgendwelche Menüs, die auch völlig wurscht sind. Ja, also das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja. So, und am Schluss müssen wir jetzt einfach nur dieses Teil hier abzwicken und daran klemmen. Und dann müssten beide gleichzeitig befüllt werden aus dem Tank, der nicht übermäßig groß ist, aber vielleicht geht's dann auch. We will see. Apropos Sie, wir werden mal was anderes noch sehen. So, ungefähr so. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich weiß, alle rufen immer nach Sensation und hier Streamer böse da, nee. Das ist manchmal einfach auch gar nicht böse gemeint, sondern einfach in der Situation, wenn dann halt 15 Mal dasselbe liest, dann liegt das nicht daran, dass ich irgendwelche Leute ärgern möchte oder sonst irgendwas, sondern ich mache es dann vielleicht einfach nicht, weil es gar nicht geht. Ja, das ist, hat überhaupt keinen bösen Hintergrund oder irgendwelche diabolischen Pläne im Hintergrund, die man der Community vorenthalten will. Da wird oft ganz, ganz viel ganz, ganz böse angenommen. Und ich denke mir dann so, what the fuck? So. Immer das Zimmer zu drehen, ist ja auch stressig. Ja, wie willst du das machen, ne? Einfach mal schnell. Grünes Shirt anziehen. Das würde helfen. Das schaut aber sehr verstörend aus. Gibt es eine bessere Verarbeitung? Nitram, leider nein. Ja, ich meine, das Problem haben wir nicht. Haben wir eigentlich im Stream haben wir das ganz, ganz selten nur. Auf YouTube ist das tatsächlich schon eher ein Problem in den Kommentaren. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, und wie gesagt, ich verstehe auch, dass sich manch einer easy eine Modliste wünscht, aber ich baller da halt trotzdem jeden Tag noch 20 Mods hinzu, ja, und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und ich merke dann auch, wenn immer wieder gefragt wird, tatsächlich, das wird deswegen nicht schneller. geht deswegen auf keinen Fall schneller. Sondern ganz im Gegenteil. Ich denke mir dann jedes Mal, ja, nee. Es funktioniert eh nicht und dann habe ich noch weniger Bock drauf. Weil das dauert auch wirklich lang, so eine Kollektion auf Steam ist. Das ist so ein, ich glaube, eine Kollektion ist so das älteste Überbleibsel von Steam, was noch nie angefasst wurde von den Devs. Das dauert ewig, bis du eine Modliste zusammenbaust. Vor allem, wenn du sehr viele Mods hast. Mach doch einfach eine Liste und schreibe runter, Änderungen vorbehalten. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Glaub mir, die Büchse der Pandora öffne ich nicht. Dann gibt's halt einfach keine. Und ihr geht halt einfach so wie ich auf Steam und sucht euch halt einfach... Ich mach das ja auch nicht anders. Ich gehe auf Steam, suche mir die beliebtesten abonnierten Objekte aus und klick mich halt durch die ersten 200 Seiten durch. Und dann finde ich halt Mods, die mir gut gefallen und die zu meinem Spielstil passen. Bei anderen Spielen, wenn es nur 3-4 Sachen Mods gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Dyson Sphere, bei Factorio maybe, da ist das nicht so schlimm, aber bei Workers sind es wirklich viele Mods, also wirklich, wirklich viele. Auch viele kleine, also wirklich nur Mini-Mods. Bitek, das wäre cool, wenn du sagen könntest, pack mir bitte meine aktuelle Workers-Mod in eine Kollektion, gib mir den Link, ich poste den dann hier in den Command rein und jedes Mal, wenn ich einen hinzufüge, wird der automatisch der Kollektion hinzugefügt.
Das wäre eine Steam-Funktion, die ich absolut begrüßen würde. Die gibt's aber nicht. Welche Mod, abgesehen von der Grenzstation, war für dich ein richtiger O-Moment? Also ich sag mal so, die Grenzstation war mit Sicherheit, das war Game-Changing. Weil ansonsten wären wir wahrscheinlich schon 300 Mal draufgegangen, weil halt die LKWs sich nicht reinfahren trauen. Ansonsten, modtechnisch,